Du hast es geschafft! Jo, so schaut's aus. Ist als niemand hier reinspaziert und ist nun eine Planierraupe, eine Abrissbirne. Gegen 4 Kämpfe angetreten und sie alle niedergemäht. Ich bin stolz auf dich. Juhu. Wie versprochen, kannst du die Reifen haben, die du brauchst. Ich werde einen von meinen Jungs anhalten, sie für dich zu Stans Werkstatt zu bringen. Ich schätze mal, dass dort dein Auto ist. Ja, woher weißt du das? Kleine Stadt, ne? Hey, falls du jemals das Bedürfnis hast, die Fäuste fliegen zu lassen, komm doch einfach mal vorbei und wir arrangieren eine kleine Rückrunde für dich. Und wer weiß, vielleicht kannst du dabei sogar ein kleines Preisgeld gewinnen. Interessant, ich werde das im Hinterkopf behalten. Nun, ich muss zurück an die Gewichte. Kämpfe weiter. So, dann haben wir diesen Scheiß jetzt auch geschafft, ganz ehrlich. Puh. Darren hat gesagt, die Reifen würden zu Stans Werkstatt geliefert werden. Ich treffe mich besser mit Mark und schau mal, dass wir sie montiert, dass sie montiert werden. So, da habe ich ein bisschen abgekürzt. Ich bin quasi in der Nachproduktion, wo ich erstmal mit Mark rede. Patsch, 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 patsch. Patsch, 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 patsch. Nun, das war's. Komm morgen wieder und sie wird bereit, um mit ihr eine Runde zu drehen. Denkst du wirklich, bist du dir wirklich sicher, dass das funktionieren wird? Also, warum zweifeln? Ich habe keine Ahnung, aber... Ich habe ein verdammt gutes Gefühl, aber in Wirklichkeit können wir es natürlich nie wissen. Das stimmt allerdings, dass wir das in Wirklichkeit nie wissen können. Allerdings werde ich dich so oder so aus dieser Stadt herausbekommen. Ja, das wäre wirklich eine schöne Sache, denke ich. Nun, ich hoffe mal, dass alles nach Plan verläuft. Das hoffe ich auch, dass wirklich alles nach Plan verläuft. Also wie gesagt, ich, was soll Hoffen schon bringen? Ne? Bist du nicht derjenige, der am Ende entscheidet, wie die ganze Sache am Ende ausgeht? Was meinst du? Ich meine, wenn du an den Plan glaubst, dann läuft es auch nach dem Plan. Also, sich seiner Sache sicher sein und überzeugt sein, im Prinzip. Ja. Also, glaubst du an den Plan, Amanda? Ob ich daran glaube, dass wir das Rennen gewinnen werden? Ja, natürlich glaube ich daran. Warum sollte ich auch nicht daran glauben? Ja, natürlich werden wir gewinnen. Was denn sonst? Genau das wollte ich hören, Amanda. Solange du daran glaubst, dass nichts Schlimmes passieren wird. Genau, dann wird schon nichts Schlimmes passieren. Na los, lass uns von hier verschwinden. Morgen wird ein großer Tag werden. Und ich werde meinen Schlaf brauchen. So, ich habe hier, wie gesagt, ein bisschen abgekürzt. Jetzt einfach, weil ich schon wieder in der Nachproduktion bin. Ich spiele gerade nicht wirklich. Sondern... Naja, ich habe die Sache aufgenommen und irgendwie war der Ton weg und dann habe ich beschlossen, okay, ich muss nachvertonen. Und das Lustige an der Sache ist quasi, dass ich jetzt halt einfach nur ein Video abspiele, Texte vorlese, die ich schon übersetzt habe und dann halt so nebenher ein bisschen laber, wenn ich Zeit finde. Marks Sofa wird wohl das Beste sein, was ich kriegen kann. Schlafen. Jetzt geh schlafen. Soll ich noch eine Seite in meinem Tagebuch schreiben? Logo machen wir das. Muss es auf jeden niederschreiben, solange es noch im Gedächtnis ist. Du hast eine Seite im Tagebuch verfasst. So, und das sieht aus wie das Bett für heute Nacht. Nächster Tag. Wunderbar. Marks Trailer. Bum-bidum-bidum. Oh, guten Morgen, Amanda.
Oder nochmal. Guten Morgen, Carla. Wie läuft eure Mission, Marks alte Karre zu reparieren? Ach ja, das läuft ganz okay, würde ich sagen. Wie soll's denn laufen? Naja, komm hier. Nun, wir haben alle Teile zusammen, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen feinjustieren und dann sind wir bereit. Jo, und ihr seht schon, wenn man das vorab übersetzt, dann macht es einfach viel mehr Sinn. Wow, ihr habt es wirklich geschafft, was? Ja, klar haben wir das. Wir sind doch die Besten. Jupp, das haben wir. Mark wartet auf mich in der Kirche. Ich sollte den Mauscursor wegbewegen, verdammt. Wenn wir das alles hinbekommen, dann können wir schon heute Nachmittag das Rennen fahren. So, wie gesagt, ich bin in der Nachvertonung, eben weil meine Kommentarspur weg war. Also, zieht ihr das wirklich durch, was? Jopp, das tun wir. Warum sollen wir es auch nicht? Ich habe schon befürchtet, dass das wirklich passieren könnte. Warum denn? Ich flehe dich an, Amanda. Das ist wirklich gefährlich. Wie ein gefährlicher Feuerdrache. Mark könnte wirklich verletzt werden, wenn irgendetwas schief geht und ich habe wirklich Angst. Ja. Dann. Ich weiß, dass ihr beide denkt, ihr hättet alles unter Kontrolle, aber was ist, wenn ihr irgendetwas übersehen habt? Ja, was ist dann, wenn wir irgendwas übersehen haben? Auf der anderen Seite, was sollten wir übersehen haben? Was, wenn es dann noch etwas gibt, das ihr vergessen habt oder überhaupt nichts von wusstet? Bist du dir sicher, dass ich dich nicht von meinem Plan überzeugen kann, Stans Bremsen durchzutrennen? Was soll das für ein Plan sein? Hä? Was soll das für ein Plan sein? Stans Bremsen durchzutrennen. Es ist so, das eine Leben gegen das andere Leben. Das ist totaler Blödsinn. Das würde jedwedes Risiko für uns aus der Welt schaffen und es gäbe keine Gefahr mehr. Ja, gut, aber dafür wird Stan halt hops gehen. Ich meine, was ist denn das für eine Wahl? Weißt du, jetzt, da wir unserem Ziel so nahe sind, wird es wirklich fürchteinflößend. Naja, geht so. Ich meine, was, wenn wir doch nicht gewinnen? Ja, und ich... Ja, genau das, also das auch. Du musst doch hier raus und nach San Verdano kommen. Wenn du verlierst, könnte auch das nie passieren. Nun, wenn du es so formulierst, dann ist es eine wirklich schwierige Entscheidung. Nö, eigentlich nicht wirklich. Na, es ist klar, also, wie gesagt, die Möglichkeit, dass was passieren könnte, abzuwägen gegen die Möglichkeit, dass garantiert was passiert, ist doch totaler Blödsinn. Also, wie gesagt, da brauchen wir nicht diskutieren, was wir dann sonst tun. Also, mal könnte was passieren, aber was wir tun, wenn wir die Bremsen durchschneiden, ist, dass denen garantiert was passiert. Und ich will nicht für den Tod von einem Menschen verantwortlich sein. Punkt. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Das macht man einfach nicht. Und deswegen brauchen wir da auch nicht weiter drüber diskutieren. Auf keinen Fall. Tut mir leid, Carla, aber manche Risiken im Leben muss man sich einfach stellen. Also manchen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann Stans Bremsen nicht durchtrennen. Natürlich nicht. Und das ist das einzig Richtige, die Bremsen nicht durchzuschneiden. Und mir ist klar, was das bedeuten könnte. Aber wir müssen hier einfach auf dem rechten Weg bleiben. Genau. Einfach auf dem rechten Weg bleiben. Und vor allem nicht das Leben eines anderen aufs Spiel setzen. Der vielleicht ein bisschen Schnösel ist, aber sonst nichts für kann. Also, da braucht man nicht drüber diskutieren. Punkt. Und vielleicht ist es ja auch genau so, wie Mark immer sagt. Er halt.
Wir könnten ja jemand haben, der über uns wacht, nicht? Das könnte ja wirklich sein. Um deines Willen hoffe ich genau das. Oder um eures Willen hoffe ich genau das. Dann werden wir uns später bei der Rennstrecke sehen. Ich schätze es schon. Wunderbar, dann gehen wir jetzt mal zu Mark. Und quatschen ihn mal an. Sieht so aus, als ob die alte Dame bereit für ein Rennen ist. Ja, das große Rennen. Rennen, rennen, rennen. Die ganzen Bauteile zu besorgen war echt gute Arbeit. Sie ist in bestem Zustand. Genau. In super Zustand. Wir können zu Stan gehen, um diese Wette hinter uns zu bringen. Wann immer du bereit bist. So. Da freue ich mich aber. Hä? Und hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wo ich dich absetzen soll, wenn wir in San Verdano sind? San Verdano, wo will ich denn da eigentlich hin? Das ist auch so eine gute Frage. Aber, ja, wo soll ich da hin? Nun, ja, nicht wirklich. Ich dachte mir, du könntest mich einfach beim Bahnhof absetzen und ich schau dann mal. Weil, das ist ja immer ein guter Plan. Also am Bahnhof, da hängen immer die komischen Gestalten mit den Spritzen rum. Da kann man sich dann schon mal so ein... Da kann man schon mal einen absetzen. Naja, das klingt nicht gerade nach dem besten Plan. Den du jemals hattest. Wo werden sich denn die übrigen Hochzeitsgäste aufhalten? Wie, es kommen noch andere Hochzeitsgäste? Ich dachte, ich bin mit Jolie allein. Wenn Jolie Leute von außerhalb der Stadt einlädt, dann haben sie sicherlich schon irgendwas arrangiert. Na, wenn du das sagst... Dann muss da vielleicht was dran sein. Oder auch nicht. Wie auch immer. So wie ich sie kenne, hat sie alles gut vorbereitet und abgehangen und sowas. Hä? Weißt du, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Warum rufst du sie nicht einfach mal an und findest es heraus? Schau mal, ich glaube, ich habe immer noch die Nummer für ihr Zuhause in ihrem alten Telefon gespeichert. Okay, der Pro-Stalker, der hat also... Da frage ich mich eh, wo hat er ihr altes Telefon her? Ich weiß nicht so richtig. Ich habe gerade nicht wirklich Lust zu sprechen. Also mit ihr zu reden. Oh, sieht so aus, als ob es schon klingelt. Mark hat dir sein Mobiltelefon gegeben. Klingeling. Mark, ich, Hallo? Hi, Casey. Amanda? Kann nicht gerade sagen, dass ich erwartet hätte, dich zu hören. Also, dass ich dich am Telefon erwartet hätte. Ja, und ich hatte auch nicht wirklich damit gerechnet, anzurufen. Oder sowas ähnliches. Nun, was kann ich... Kann ich was für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und so weiter. Na los, frag einfach... Also, die Hochzeit steht schon bald vor der Tür, nicht? Ja, nur noch 10 Tage, soweit ich das richtig gerechnet habe oder so.